So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fossil Archaeology bzw. Jurassic Craft ist ja das Pack. Ich nenne es immer Fossil Archaeology, weil mich das ja hier am meisten inspiriert. Wir wollten ja jetzt wieder ein bisschen in die Höhlen, ein bisschen erforschen, vielleicht auch schon mal ein paar Dias suchen. Ja, wenn man mal wieder merkt, ich habe die Eisenspitzhacke, ich war gerade mal wieder so schlimm und habe vergessen, die Eisenspitzhacke zu rekonstruieren. Ach, rekonstruieren sag ich schon. Hier eine neue Eisenspitzhacke zu machen. Also das sieht man ja schon, die ist nicht mehr so die beste. Aber ich werde sie halt nicht aufgeben. Die wird uns das locker noch reichen. Und sonst habe ich auch noch genug Holz für ein Crafting Table dabei. Und ja. Aber ich habe jetzt halt nicht vor, hier dann mir hier unten ein neues Lager aufzuschlagen. Oh ja. Hier unten. Meine Lieblingsregion. Hier unten war ja relativ viel Böses. Aber es gibt hier auch Fossilien. Ja, wer hat's gedacht? Schön. Und ein Broken Ancient Arm. Das war's auch schon an Fossilien. Das Zeug hier kenne ich nicht. Ich kann es trotzdem kurz abbauen, was das kann. Petroleum. Oh Gott, das ist glaube ich auch. Ja, das ist, ich glaube, auch fürs AKW. Ich kenne mich jetzt nicht so mit Nuklearkraft aus. Was war das? War das ein Relic Scrap oder? Das war nur ein Baum. Bone. Nun ja. Da oben ist noch was. Okay. Ah, Biofossil. Schön, schön. Okay, aber ich möchte mich jetzt erst nochmal hier dran ans Eisen eben machen. Weil das brauche ich ja auch. Oh, da oben habe ich auch Eisen vergessen. Eisen kann ich ja mit der Steinspitzhacke abbauen. Da brauche ich ja jetzt nicht meine Eisenspitzhacke für verschwenden. Ich werde mich jetzt nicht hier so ans Kupfer richten. Ich werde mich mehr nach den Eisen und so konzentrieren. Kohle habe ich noch. Und im Notfall brauche ich mir dann halt nachher auch nochmal was ab. Aber momentan habe ich ja noch Kohle. Zu Hause und hier. Und zu Hause ist auch noch ein Kohlevorkommen, also bei uns im Lager. Ich nenne es mal zu Hause. Was ist das überhaupt? Das ist Copper. Das ist Copper? Okay. Ich bin ein bisschen überfragt. Entweder gibt es hier Texturenprobleme oder ich habe hier zwei Mods drauf, die Copper initiiert. Ach, die Copper beinhalten, also Kupfer. Und ja. Also zwei unterschiedliche Kupfer. Mit denen man nicht bei. Vielleicht kann mit dem einen ja wirklich eine Rüstung herstellen. Das wäre mir auch schon relativ lieb. Wo bist du? Du scheiß Hodentier. Alter. Ich höre ihn doch. Gut. Okay. Man sieht, der Erkundungstest ist momentan auch relativ mager. Ein Biofossil, also ich habe mir eigentlich mehr erhofft. Gucken wir mal kurz hier durch. Also mehr als ein Biofossil haben wir ja bis jetzt noch nicht. Und sobald die Fackeln alle sind, sage ich immer, sobald die... Wo läuft der Spang? Ach da! Ich wusste das doch schon von Anfang an. Scheiße, mein Steinspiel gibt gleich den Geist auf. Das ist nicht so gut. Müssen wir uns gleich mal wohl ein neues bauen? Ach komm, das mache ich jetzt eben mit der Eisenspitzhacke. Ich habe auch Angst, dass jetzt durch diese Modpacks... Nice! Relic Scrap. Relic Scrap. Bone. Bone. Toll. Ja, ja, okay, Knochenmehl ist ja nicht ganz so schlimm. Knochenmehl ist im Moment auch ganz... Alter. Okay, ein Skelett mit Lederrüstung. Da halten wir uns mal kurz von fern. Gucken, ob wir einen anderen Weg nach da unten finden. Oh Gott. Komm hier rum, Skelett. Dann greife ich, dann kämpfe ich mit dir. Oder sonst auch nicht. Pff. Schlau. What? Oh Gott, das wird unser Ende. Boah, da muss ich erst mal kurz
Boah, das war jetzt Reflex, Entschuldigung. Eigentlich sollte ich das jetzt nicht tun. Aber es war jetzt leider Reflex. Ich werde kurz die Aufnahme cutten, werde uns dann eben in Sicherheit bringen und werde dann weitermachen, weil ich habe jetzt mit den Lecks, habe ich leider... Ja, finde ich das halt nicht ganz so toll. Also bis sofort. So, hier sind wir nun wieder. Ich habe mich jetzt hier mal ganz schnell in so eine kleine Höhle zurückgezogen. Wir wurden ja jetzt hier halt runtergeschossen. Haben das auch überlebt. Sind uns auch gerade wieder am Regenerieren. Ich mache jetzt hier immerhin kurz auf. Also wie man sieht, wir sind jetzt hier unten in der Schlucht. Das habe ich mir jetzt natürlich nicht so vorgestellt. Da oben müssen wir wieder hin, wenn wir hier wieder weg wollen. Das ist natürlich super. Okay. Wie wollen wir das denn jetzt machen? Das ist natürlich jetzt nicht allzu schnuckelig. Ich habe auch halt einen Waypoint. Ich weiß, wo ich wieder hoch muss. Auf der Karte. Ich habe hier eine Karte. Das wäre ohne Karte schon eindeutig schwieriger, aber nicht jeder hier Waypoints macht. Oh Gott, ich muss mal eben kurz... Da oben sind Dias. Nice. Wir haben Dias. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gewaltiger Fortschritt. Los jetzt, bock ab. Nice. Wir haben Diamantus. Ich glaube, ich träume. So, wir müssen jetzt hier nämlich ganz wichtige Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wow. 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 Erster Dia. Zweiter Dia. Wir sollten vielleicht hier noch mal ein bisschen in der Umgebung gucken. Aber das Wasser nervt. Ich glaube, ob ich das irgendwie wegkriege. So. Sieht doch schon eindeutig besser aus. Nein, dann doch nur zwei Dias. Vielleicht auch noch einen dritten oder einen vierten erhofft. Aber wenn ich ist, das kann zwar noch werden, aber das wird jetzt gerade nichts. Oh Gott. Wo kommt es? Ich höre es doch kommen. Mit seinen klackernden Beinen. Ich will jetzt hier natürlich nicht sterben. Ich möchte jetzt mich ja auch nicht zu sicher machen. Weil dann habe ich nachher keinen Spaß mehr. Okay. Ist ja gut, Kumpel. Ich verpiss mich. Wow. Leck. Zombie mit Eisenschwert. Böse, böse. Der macht Bonusschaden. Komm her. Nein. Warum droppst du das nicht? Okay. Also hier unten die Höhlentrakte zu erforschen, ist ja auch schon mal... Wow! Boah, das ist jetzt geleckt, dann wären wir... das ist jetzt anders geleckt, dann wären wir tot gewesen. So. Oh, lol. So. Gold. Nehmen wir auch mal mit. Oh, hier. Fein. Schön. Relic Scraps. Auch einige. Sehr gut. Und die Fackeln gehen gleich aus. Da sind gleich aus. Biofossil. Von wo kommst du, Arsch? Okay, ich werde das Biofossil jetzt... Ja, das war's. Jetzt haben wir nur noch unsere Steinspitzhacke. Und die wird uns den Weg nach oben führen. Ich weiß nicht, ob wir uns hier unbedingt nach oben graben sollten, aber was anderes habe ich gerade jetzt halt nicht im Petto. Und wir haben, unsere Ausbeute sind 5 Biofossilien, 3 Relic Scrap und ein Broken Ancient Helm. Also haben wir schon mal die beiden Teile des Broken Ancients. Ist das hier rechts? Ah, super. Ich könnte mir jetzt natürlich hier unten einen Ofen hinschrauben und alles, aber ich könnte auch genauso gut gucken, wo war hier die Stelle und könnte mich da danach mit einer Eisenspitzhacke wieder runterbauen. Naja, scheiß drauf. Schon relativ schade, dass wir die jetzt hier lassen müssen. Obwohl, das bisschen Kabel, aber ich habe jetzt gar kein Holz mehr. Geht eh nicht mehr. Also, weiter nach oben geht's nicht. Na, wir haben 5 Biofossilien, vielleicht haben wir ja diesmal ein bisschen Glück. Bekommt da mal was ordentliches raus, was sich so unter den Namen Fossil bzw. DNA zusammenfassen lässt. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ach, wie spät sei schon. Noch mehr davon. Ist natürlich auch jetzt relativ nett. Komm.
Also, es darf nicht mehr lange dauern. Wir sind zwar jetzt hier in der Hügellandschaft. Könnte durchaus sein, dass wir uns gerade hier unter dem Berg hochgraben, was auch relativ danach aussieht. Und deswegen werde ich ab der Höhe 64 mit nach rechts hinweggraben. Das ist halt normal. Ab der Höhe 64, also ab dem Stack, grabe ich mich dann halt weg. Zur Seite hin. Und wir sind auf eine Höhle gestoßen. Könnte durchaus sein, dass wir die schon kennen. Sonst tun wir es nicht. Nein, ich kenne diese Höhle nicht. Also gehen wir wieder weiter nach oben. Die ist im Berg drin. So wie das für mich aussieht. Und hier sind auch nochmal Stuff ist da auch nochmal. Aber da kann ich gerade nicht so anfangen. Gucken wir mal, wo wir jetzt gleich rauskommen. Es sieht schon doch draus aus, als wenn wir jetzt gleich schon oben sind. Ach, es sieht doch so aus. So, wir gucken weiter. So, mein Vater kam gerade, ich habe mich nur noch mal ein bisschen weiter gegraben, aber sonst dürfen wir jeden Augenblick draußen sein aus diesem Abteil. Lange kann es nicht mehr dauern, das sieht schon relativ sofort nach Ausgang aus. Ich muss natürlich auch mal. Lüft noch viel. Na super. Was mache ich jetzt? Ich kann nichts craften und nix. Ja, dann werde ich hier hier noch irgendwie gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und schaue, dass es nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Jurassic Craft. Bye bye.